Ja, servus Bananda, hierhin geht die heutige Reise. Lola loslassen. Und ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv und ich lebe seit über 22 Jahren alkohol- und drogenfrei. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Aber jetzt nochmal zum heutigen Thema. Es sind persönliche Erfahrungen, die ich teile zum Thema Loslassen. Und nebenbei, ja, versuche ich natürlich auch wieder kreativ in den Flow, ins Loslassen zu kommen. Aber fangen wir doch gleich mal mit dem Thema Lola Loslassen an. Also wie die meisten wissen, ich war ja jetzt in Bayern, gibt immer auch eine persönliche Erfahrung. Und geplant war, ne, also mach einen Plan und bring Gott zum Lachen so ungefähr. Ich habe die Wohnung eben nochmal geweißert und was alles dazugehört. Und ich hatte geplant, die ganzen wichtigen Orte, ich wollte mich da verabschieden, am See entlang gehen, am Ammersee und die Bäume, die ich da so liebe, kleine Geschenke hinterlassen, mich liebevoll verabschieden vom See. Und das Ende vom Lied, ich konnte nicht. Ich konnte mich nicht verabschieden. Es ging einfach nicht. Und da fiel mir eine Passage aus dem Alten Testament ein, Kohelet. Man möge mir verzeihen, wenn ich ihn jetzt nicht richtig ausspreche. Aber sinngemäß hat er geschrieben, es hat mich vor 15 Jahren sehr inspiriert, es gibt eine Zeit des Säens, es gibt eine Zeit der Ernte, eine Zeit der Liebe, eine Zeit der Arbeit. Und das heißt, ich habe es dann für mich angewendet, ja. Der Zeitpunkt des Loslassens vom Ammersee, der gemeinsamen Wohnung mit den Eltern, die Zeit war einfach nicht reif, noch nicht. Vielleicht kommt die Zeit auch niemals, ich weiß es nicht, ja. Ich habe es akzeptiert, ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt die Zeit noch nicht reif ist, dann ist es einfach so. Ja, und es tut natürlich trotz allem auch sehr, sehr weh. Ich bin ja 500 Kilometer vom Ammersee entfernt. Und eine zweite Möglichkeit oder eine zweite Methode, um loszulassen, Situationen, bestimmte, ja, es kann ja auch ein Job sein, Menschen, versuch in Gedanken ein Stück weit Dankbarkeit zu entwickeln. Sag Danke zu der Situation. Ja, also auch, ich hatte, ich war heroinabhängig, schwerst alkoholabhängig. Das liegt's auf der Hand, dass mir natürlich nicht nur gute Dinge passiert sind. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Also jetzt in der Situation, also in meiner, bezüglich meiner Vergangenheit, tatsächlich Menschen zu verzeihen, Menschen loszulassen, meine Vergangenheit, meine Biografie zu akzeptieren, den Schmerz loszulassen und viele Situationen, ja, das erkennt man erst im Nachhinein, die sehr schmerzhaft waren, wo man denkt, oh, das geht niemals, niemals schaffe ich das. Doch, das schaffst du. Wenn ich das geschafft habe, schaffst du das auch, gell? Ich konnte loslassen, ja. Und erst im späteren Verlauf konnte ich erkennen, dass gerade oder häufig die schmerzhaften Dinge mich natürlich oft auch weitergebracht haben, sei es Krankheit, Suchterkrankung und, ja. Das heißt natürlich nicht, dass wir dem Schmerz folgen sollen, dass wir jetzt uns unbedingt Schmerz wünschen sollen, damit wir spirituell weiterkommen. Nein, mit Sicherheit nicht. Auch die Freude, die Leichtigkeit ist wichtig. Beides. Ja, beides ist wichtig. Also wie gesagt, die zweite Empfehlung, versuche eine gewisse Dankbarkeit zu entwickeln für das Ding, was du loslassen möchtest, auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Ja, und dann gibt es noch etwas Pragmatisches zum Loslassen, gell? Das darf ja auch nicht fehlen.
versuche nicht bei zunehmendem Mond bestimmte Dinge loszulassen. Das kann ein Schuss nach hinten, oder der Schuss kann nach hinten losgehen. Also wenn ich bestimmte Dinge wirklich beenden möchte, manchmal spielt auch das Leben mit rein, und es passiert natürlich im zunehmenden Mond, ne, das ist auch klar. Aber wenn ich manche Dinge kann ich ja doch eigenverantwortlich handeln, dann lege ich die in den abnehmenden Mond. Ja. Dann mache ich da ein kleines Ritual, also eine weitere Empfehlung. Also bitte verzeiht mir, dass ich jetzt heute nicht das extra nochmal mit Emblem und Button extra kennzeichne. Ich bin einfach total traurig wegen Bayern. Ich kriege das heute nicht hin. Einfach zuhören. So lerne ich ja auch von anderen. Also, die dritte Empfehlung ist ganz klar, versuche es in den abnehmenden Mond zu legen. Ja, alles, was du nicht mehr möchtest, was du dir nicht mehr wünschst, abnehmender Mond. Und da war noch was. Ach, ich muss meine grauen Gehirnzellen ankurbeln. Da war doch noch ganz was Wichtiges. Ah, jetzt muss ich kurz ausschalten. Ah, ich hab's wieder. Verbinde oder verknüpfe das Ganze mit einem kleinen Ritual. Ja? Für mich ist das so zur Normalität oder so normal geworden, dass ich oben aufgehe, zu uns in den Wald, und da ein kleines Ritual abhalte. Entweder, wenn ich etwas aufnehmen möchte, ganz klar, oder eben loslassen. Das könnte ein Ritual sein, dass du das auf den Zettel schreibst und verbrennst. Lass dir was einfallen, also ohne natürlich bitte den Wald anzuzündeln. Ah klar, ne? Ich glaube, jetzt haben wir es alle. Ich versuche es nochmal, ob ich es heute hinkriege. Nein, ich krieg's nicht hin. Ich müsste jetzt mein eigenes Video nochmal anhören. Ja, das, so ist es. Bin's, also so, das gehört natürlich auch zum Leben mit dazu. Ja, Dinge, bestimmte, ja, das Loslassen der Eltern. Also meine Mutter ist ja im Pflegeheim. Mein Vater ist ja vor 5 Jahren schon verstorben oder über 5 Jahre. Und es gehört natürlich zum Leben, klar, ganz mit dazu. Aber, wissen tun wir alles nur, ja, das Herzal, das braucht halt ein bisschen länger, gell? Also das, ich kann jetzt nicht sagen, du Herzal, pass auf, also das ist jetzt, war ja vorhersehbar, jetzt komm, lass gut sein. Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich lasse mir da jetzt Zeit. Ich möchte nicht Dinge über den Zaun brechen, heißt das so? Na, keine Ahnung. Sondern es soll einfach natürlich auch passieren, natürlich loslassen. Ne? Also wobei wir jetzt natürlich im zunehmenden Mond sind, aber das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die ich jetzt nicht, oder die jetzt einfach von außen so kam. Die konnte ich ja jetzt nicht irgendwie handeln oder bändeln. Ja, wenn ihr Ideen, Anmerkungen, Tipps habt, einfach gerne unten in die Kommentare oder in den Kommentar reinschreiben. Und ich wünsche dir jetzt oder euch eine ganz, ganz tolle Zeit, dir eine tolle Zeit, die du jetzt gerade zuhörst. Und ich freue mich aufs nächste Mal dann wieder ein bisschen mehr mit allem, was dazugehört, ne? Also pfiat's euch. Tschüss.